Salvete Spectatores und damit herzlich willkommen zurück zu Herr der Ringe, Krieg im Norden. Ah, okay, diesmal ist der Weg jetzt woanders. Also wir müssen nicht mehr über die Brücke, direkt können wir dann... Okay, ich spreche dann mal mit Belaram. Gundabad erwartet uns. Was müssen wir am Gundabad-Berg erwarten? Ich kann dir nur wenig erzählen. Oh, ja. Die Festung von Gundabad ist in einen großen, in Schnee und Eis gehüllten Berggipfel geschnitten. Wir fliegen nur selten so weit nach Norden, wegen der heimtückischen Winde und Schneestürme, die aus den gefrorenen Einöden dahinter aufheulen. Es ist ein alter Zufluchtsort des Feindes und wir müssen uns ihm mit der größten Vorsicht nähern. Uns in solche Gefahr zu tragen, ist eine große Bitte. Vielleicht bitten wir um zu viel. Ich glaube, dies ist der Moment, da alle, denen das Schicksal von Mittelerde am Herzen liegt, handeln müssen. Von hoch oben sehe ich viele Länder und viele Völker unter meinen Schwingen. Auf meine Art bin ich ein Trusses des Nordens. Oh Gott, ja, das ist überall. In dieser Stunde werde ich mich jenen anschließen, die tapfer genug sind, sich gegen Agandar und seinesgleichen zu stellen. Denn wenn wir scheitern, wird es vielleicht nichts mehr geben, worüber wir wachen können. Die Freundschaft der großen Adler ist eine große Ehre für uns, besonders die eines so edlen wie dir, Belaram. Ich bin es, der geehrt ist. Es freut mich, in diesen finsteren Zeiten solche Freunde zu finden. Ihr könntet am Ende von mir abhängig sein, wann es auch immer kommen mag. Ruft nach mir, ohne zu zögern. Wir stehen bereit, um euch nach Gundabad zu tragen. Deine Freunde waren begierig darauf, ihre Dienste anzubieten. Vielleicht erkennen sie die Gefahr nicht in vollem Umfang. Was kannst du uns über sie sagen? Armenel ist ein erfahrener Krieger. Er weiß genau, was ihm bevorsteht und hilft euch gerne. Barantor ist jung und begierig darauf, sich zu beweisen. Aber er hat großen Mut und nur wenige fliegen so schnell wie er. Doch du brauchst nicht mich zu fragen. Frag sie selbst. Sie werden gerne mit dir sprechen, wenn du es wünschst. Ich war überrascht, dass Gwei hier euch mit uns ziehen ließ. Nach allem, was ich hörte, greift er selten in die Belange derer ein, die auf der Erde gehen. Es ist wahr, Gwei hier denkt zuerst an die Sicherheit seines eigenen Volkes. Und er nimmt eine gefährliche Aufgabe eher selber auf sich, als sie einem anderen aufzutragen. Er sieht uns als Beobachter, die von oben den Überblick behalten, sich aber aus den Angelegenheiten der Erde dort unten heraushalten. Er findet, wir sollten Informationen tragen, keine Lasten. Jetzt gerade überlegt der Herr der Winde, welche Rolle die großen Adler in den Geschehnissen, die vor uns liegen, spielen sollen. Obwohl vielleicht nicht mehr viel Zeit bleibt, um über diese Dinge nachzugrübeln. Habt ihr mit Gwei hier Schwierigkeiten bekommen, weil ihr uns geholfen habt? Ich habe Gwei hier für lange Zeit treu gedient. Und er ist wiederum so weise, meinem Urteil zu trauen. Er weiß, dass ich den Wind, auf dem ich fliegen muss, gewählt habe. Und meine Wahl ist diese. Ich kann nicht länger abseits stehen. Ich muss handeln. Auch der Horst eines Adlers muss seine Wurzeln in der Erde haben. Wir können uns nicht vollständig vom Boden fernhalten. Und das Schicksal der Elben, Menschen, Zwerge und selbst der Hobbits wird letztendlich zu unserem Schicksal. Wir werden bald abreisen. Wir werden bereit sein. Okay. So, dann gehen wir mal zu dem nächsten Vogel. Barantor. Es ist ein schöner Tag zum Fliegen, findest du nicht? Ja, aber wer bist du? Bist du mit Belaram verwandt? Nein, aber er hat mich immer angeleitet. Belaram hat mich die Kniffe der Lüfte und die Geheimnisse des Windes gelehrt. Wir jagen häufig zusammen. Er hat mir beigebracht, wie man sich ein wildes Schaf von einem Berghang schnappt und sich auf einen Wolf hinabstürzt und ihm Haare aus dem Schwanz zupft. Wohin Belaram mich auch führt, ich werde folgen. Die großen Adler sind nicht zum Tragen von Lasten geschaffen, Barantor. Ich möchte nicht, dass du uns gegen deinen Willen weiterträgst. Das mache ich mehr als gern. Ich hatte den Herrn der Winde schon lange um eine Chance gebeten, mich zu beweisen. Ich fürchte weder Ork, Goblin noch Troll. Schwingen wir uns wieder in die Lüfte und lehren unseren Feinden das Fürchten. Es ist ein großartiges Abenteuer. Bist du einer der Adler, die Bilbo bei seiner Mission geholfen haben? Ich habe Bilbo nicht kennengelernt, aber viel von ihm gehört. Mein Vater gehörte zu denen, die einen Zwerg getragen und später in der Schlacht der Fünf Heere gekämpft haben. Man hielt mich für zu jung und unerfahren, um an der Schlacht teilzunehmen. Ich habe noch viel zu leisten, wenn ich es mit dem Ruhm und Mut meines Vaters aufnehmen will. Was weißt du über den Gundabad-Berg? Wahrscheinlich wenig. Ich bin noch nie dort gewesen, aber ich weiß, es ist ein hoher Gipfel, der weit im Norden am Rande der Eiswüste liegt und schon lange von Orks verseucht ist.
Wir nisten dort nicht. Wenn der Nordwind über die Wüsten weht, sucht er den Berg mit Eisstürmen voller heftiger Böen heim. Aber ich werde mich von diesem Wind nicht einschüchtern lassen. Ja, hoffentlich musst du den Zwerg tragen, denn der ist schön fett. Hi, Farin. Hi. Was ist dein Problem? Ich stehe in deiner Schuld, Dúnedain. Selbst unsere luftigen Horste wurden von dem Riesen Bargrisar bedroht. Du hast meinen Dank. Was kannst du mir über deinen Anführer Gwaihir hier erzählen? Gwaihir ist der König der Adler. Er fliegt schneller als der Nordwind und sein Wort ist Gesetz. Viele Zeitalter sind vergangen, seit Thorondor, der erste und größte aller Adlerkönige, in den Himmeln über Mittelerde schwebte. Aber Gwaihir ist der mächtigste Nachkomme in seiner Linie. Er ist weise und sieht vieles, das anderen verborgen bleibt. Auf dem Rücken eines Adlers zu fliegen, ist ein seltenes Privileg. Ich frage mich, warum du dich freiwillig für diese Aufgabe gemeldet hast. Es genügte mir, dass Beleram euch zu folgen wünschte. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Einer der Adler, die der Steinriese tötete, war mein eigener Vater. Ihr habt ihn gerecht. Und dafür würde ich jeden von euch bis an die fernsten Grenzen von Mittelerde tragen. Und obwohl Bargrisar nicht mehr lebt, brenne ich noch immer auf Rache gegen seinen Meister, Agandar, der ihn gegen uns gesandt hat. Euer Feind ist mein Feind. Ich werde nicht ruhen, bis er zur Strecke gebracht ist. Warst du einer der Adler, die an der Schlacht der fünf Armeen teilgenommen haben? Ich ebenfalls. Als sich die verbündeten Armeen von Goblins bedroht sahen, die heimlich die Berghänge erklommen hatten, war ich unter denen, die die Feinde angriffen und von den Klippen in ihr Verderben stießen. So, mit so einem Sparta-Kick. Bist du bereit für einen langen Flug zum Gundabad-Berg? Wir sind stark und ausgeruht. Beleram erwartet euch, sobald ihr aufzubrechen wünscht. Er ist unser Anführer bei dieser Mission. Okay. Jemedin. Mit der habe ich ja schon geredet. Was hat sie denn Schönes? Ich brauche nämlich irgendwas schön Overpoweredes. Erfordert Ausdauer. Respect Token. Was ist das? Warte mal. Fettes Sau, geh mal weg. Ja, ich sprich gleich mit Bilbo. Ich möchte erstmal meine Sachen verbessern. Schön, dich wiederzusehen. Beziehungsweise reparieren. So. Ich jetzt repariere. Aha, so, warte mal. Nice. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. So, Bilbo, mit dir rede ich gleich. Du bist die letzte Person, mit der ich rede. Das klingt voll fies. Du bist die letzte Person, mit der ich rede. Ich find's gut, dass wir keinen Geldmangel haben. Okay, das ist eine Rüstung vom Wächter. Die nehme ich einfach mal. So, holy shit. So, sehr gut. Ja, komm. Ich will dir Sachen verkaufen, Alter.
So, jetzt möchte ich sagen, kauf. Ja, komm. Ich kauf das mit. Dominik? Ja? Guck dir mal bitte kurz deine Armbrust an. Ja. Und sag mir, was du für einen Schaden machst. 482 bis 549. Okay, gut zu wissen. Ich wollte nämlich gerade eine Armbrust kaufen, aber dann dachte ich mir so, ja, nee, brauche ich nicht. Agamir's Kriegshammer. Alter. So, warte. Verkaufe ich die Schuhe. So. Dann nehme ich die. So, ich habe ein neues Outfit. Erzähl mir, was du hast. Show me what you got. Show me what you got. Dominik, hast du noch ein paar Edelsteine? Nee. Scheiße. Okay, dann rede ich mit Bilbo und dann beende die Folge. Seid aber vorsichtig auf eurer Reise zum Schicksalsberg, hörst du? Es hört sich schrecklich gefährlich an, aber ich vermute, ihr werdet gut durchkommen. Wenn ihr nicht den Kopf verliert, ich erwarte einen ausführlichen Bericht eurer Abenteuer, wenn ihr zurück seid. Also, viel Glück! Okay, der wollte mir nur irgendwas sagen. Ja, Dominik, was machst du? Ja? Du stehst einfach nur rum. Oder so. Nee, ich rede mit den Zwillingen. Achso, ja, mach das. Ich stelle mich dann oben hin und dann fliegen wir gleich los. Wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss. Sag tschüss. Tschüss.